So, liebe Freunde, wir befinden uns vor der Bruderschaft der Raben. Die wagen, ihr neues Land zu verteidigen. Order of the Raven. Wer auch immer die Menschen hier sind, das hier sieht doch sehr merkwürdig aus. Sowas wie hier. Wollen wir da was essen? Booker, ist das dein Ernst? Hier von dem alles voller Rabenmist. Sind scheinbar solche Ordenskittel. Also das scheint hier tatsächlich sowas wie eine. Wie so eine Gesellschaft zu sein. Sic Semper Tyrannis. Hier läuft. Ach du Scheiße, wo bin ich denn hier reingeraten? Bam! Ich muss sagen, dieses MG gefällt mir überhaupt nicht. Und wie wir ihm auf die Fresse kriegen, irgendwas mache ich hier falsch. Hier liegt wieder ein Voice Log. Das hören wir uns doch zur Abwechslung mal an. Es ist auch vom Herrn Comstock. Und als der Engel Columbia den Gründern die Werkzeuge gab, das neue Eden zu erbauen, taten sie es ohne zu zögern. 85 Jahre lang bereiteten sie dem Herrn den Weg. Als aber der große Abtrünnige kam, brachte er Krieg mit sich. Und die Felder Edens wurden getränkt mit dem Blut der Brüder und Schwestern. Die einzige Befreiung, die er zu bieten hatte, war der Tod. Aha. Hier noch eine Münze. Hier ist alles voller dieser Vögel hier. Uah. Was hat das dann mit den Raben hier auf sich? Gottes Willen. Ja, nachladen sollte ich definitiv, da hast du recht. Order of the Raven. Ist da, was stellt das denn hier dar? Ist das hier der Mord an, wie hieß der Präsident hier noch gleich, Abraham Lincoln? Ist der da in dem Theater erschossen wurde? Was hat das hier mit zu tun? Wo muss ich überhaupt lang? Hier gäbe es doch sogar hier so ein Wegfindungssystem. Da lang. Da lang. Ah, hier geht's nach oben. Ist das der Mann hier, der den erschossen hat? John Wilkes Booth. War der das? Und ist natürlich hier ein Held für die Rassisten. Ganz klar. Gott und Vaterland. Und so führte uns der Prophet nach Peking. Und wir zeigten dem Sodom unter uns unsere wahre, von den Gründern erhaltene Mission. Und als die Mandarine und die Heuchler aus Washington ihn verrieten, da wankte unser Prophet nicht. Er winselte nicht um Vergebung. Wie unsere Väter mit dem großen Abtrünnigen brachen, so trennte unser Prophet sich von den sogenannten Patrioten. Und heute feiern wir diese Sezession. Okay, also wir sind jetzt tatsächlich in so einem Rassistenverein gelandet, wie wir schon vermutet hatten. Die haben hier unten auch diese typischen Ku Klux Klan Kapuzen auf, sind allerdings in Blau gekleidet und nicht in Weiß. Was wohl irgendwas mit den Raben zu tun hat. Und der heutige Tag feiern die tatsächlich die Abtrennung von den USA, warum auch immer. Wahrscheinlich, weil der Bürgerkrieg verloren ging für die Rassisten. So, liebe Freunde. Bam! So, jetzt gibt's auf die Fresse.
Dann eben so. Ja, komm doch. Das sind ja ganz schön viele. So. Scheiße, da haben wir nicht genügend Salz dafür. Waffen ist doch unfair hier. Boah, da kommen immer mehr. 5 Schuss werden da wohl reichen für dich, oder? Boah, 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 boah. Und das macht richtig, richtig, richtig mächtig viel Schaden, wenn unser Schild hier nicht mehr funktioniert. Ich muss ja definitiv mehr auf meinen Salzhaushalt hier aufpassen. Das klingt wie auf so einer Ernährungsmesse. So, was ist hier? Hier war eine Waffe oder sowas. Wer steht hier? Weiß man nicht so genau. So, hier in den geheiligten Hallen. Hier gibt es wieder ein Voxophon. Schon wieder vom Herrn Comstock. Das hören wir uns doch direkt mal an, während wir hier noch den Rest hier ausplündern. Wovon hat der große Befreier die Niger denn befreit? Von seinem täglichen Brot, vom Adel ehrlicher Arbeit, von wohlhabenden Schutzherren, die ihn von der Wiege bis zur Bahre unterstützten, von Kleidung und Schutz. Und was hat er mit seiner Freiheit gemacht? Nun, geht nach Finkton, dort seht ihr es. Von allen Lebewesen wird nur der weiße Mann freigeboren. Und es ist unsere Last und Aufgabe, für den Rest der Schöpfung zu sorgen. Also das ist hier schon eine sehr merkwürdige, naja, wie soll man sagen, Ansicht, die hier vertreten. Hier steht der Washington. Der Typ hat ein Bier in der Hand, so wie es aussieht. Mit den 10 Geboten. Der Wahnsinn. Und hier habe ich eine Infusion gefunden. Hier können wir uns wohl auswählen, was wir gerne hätten. Mehr Schild, mehr Gesundheit, mehr Salz. Ich bin ja dafür, die Salzkapazität zu erhöhen. Nehmen wir das doch mal. Ich fühle mich schon besser. Ja, eben. So, die Frage ist jetzt, wo geht's weiter? Wir haben übrigens den Schlüssel für die Truhe gefunden, aber ich habe jetzt keinen Bock, so weit zurückzurennen. Nach 1 Uhr heute Nachmittag startete der niederträchtige Schurke, den viele für ein Mitglied der Vox Pop. Oh, da kommt eine Radiosendung über uns. Alles ging sehr schnell. Hass erfüllt und zum Äußersten bereit, verletzte der Anarchist mehrere kolumbische Peacemaker, bevor er sich bis auf die Zähne bewaffnete und in eine Menge vollkommen unbescholtener Jahrmarktbesucher feuerte. Was? Er hatte erwiesenermaßen mindestens 8 gottesfürchtige kolumbische Bürger vor den Thron ihres Schöpfers gebracht. Er gilt als extrem gefährlich und bösartig und wir ersuchen sie dringendst, sich nicht der Gefahr auszusetzen, ihn ohne polizeiliche Hilfe stellen zu wollen. Und nun wieder Musik. Das stimmt doch gar nicht. Da wird natürlich wieder Hetze betrieben. Aber ich hab doch hier überhaupt niemanden Unschuldigen getötet. Was soll das denn? Husch. Bam. Aufzug fahren wie in Dead Space. Wo fahren wir jetzt überhaupt hin? Hier irgendwie nach oben. Knopf drücken. Noch die alte Einblendung. Aber es wird trotzdem gespeichert. Keine Ahnung, was das hier wieder für ein komischer, besonderer Bug ist. Ich habe extra schon die Cloud ausgestellt, weil ich dachte, vielleicht liegt es daran, dass die Firewall hier mein Spiel blockt oder so. Verkaufsautomat. Was bräuchten wir denn? Bisschen Gesundheit für 14 können wir schon mal mitnehmen.
Munition lasse ich jetzt erstmal, die finden wir doch. Die finden wir so schon irgendwie. Was ist denn jetzt los? Können wir die Kiste anwerfen? Was kommt hier? Da ist der Herr Comstock. Das Sitting Bull. Wir werfen übrigens keinen Schatten. Die bösen Indianer passen natürlich auch nicht ins Bild der patriotischen Gründer. Was ist das denn für eine Maschine? Schreibtische? Hier ist nochmal ein Voxophon. Von einem von diesen Rabenanhängern. Nein, mal her damit. Zelet. Warum beten wir drei Symbole zum Gedenken an dich an? Wir beten das Schwert an, auf das wir dich rächen. Wir beten den Raben an, auf das wir Augen überall in der Stadt haben. Wir beten den Sarg an, denn er symbolisiert die Schwere unseres Versagens. Aha. Im Hintergrund ein chinesischer Häftling, stand zumindest unten. Was zum Teufel? Was ist hier gerade passiert? Und wer war das gerade? Um Gottes Willen. Also hier die Raben... die Rabenmenschen hier, die haben es offensichtlich mit den Chinesen und dem Boxeraufstand. Irgendwas haben die damit am Hut, was auch immer. Ich werde nicht noch einmal vertragen. ETF. Scheiße. Boah! Gibt uns hier richtig aufs Maul. Meine Lady wird mir nicht vergeben! Ebenso werde ich vergeben! So, wo ist der Rabenmann? Boah! Komm du mir nochmal hier in die Nähe. Scheiße. Scheiße. Komm, gib ihm. Wo ist er? Boah, wie lange lebst du denn eigentlich? Was hältst du eigentlich aus? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Boah! Ach du Scheiße. Aber es... So. Was ist das? Irgendeine neue Kraft? So sieht's aus. Killerkrähen. Teuflisches Zeug, das. Können wir uns jetzt auch in Raben verwandeln? Geiler Scheiß. Ja, natürlich.
Komm, los, ihr Raben! Okay, aber töten tun die nicht. Tödlich sind sie dann doch nicht, auch wenn es mörderische Krähen sind. Leer. Er hat eine Orange dabei. Wie super. Oh, der ist hier schon kaputt, oder? Ne, der wurde gerade repariert. Ausrüstung betrachten. Was haben wir denn jetzt? Brennender Heiligenschein. 70%ige Chance, dass Nahkampfziel in Brand gesetzt wird. Wow. Opfer nimmt. Enter E. Ausrüstung nehmen. Ja, geil. Kann ich das irgendwie sehen? Habe ich hier sowas wie ein Inventar oder sowas? Nein. Ich gucke mir das mal schnell an. So. Ich habe ja gerade eine Taste gefunden. Hier, Spielmenü. Und da steht das tatsächlich drin, was wir hier für komische Ausrüstungsgegenstände noch dabei haben. Was wir hier an Infusionen schon genommen haben. Was es hier an Waffen gibt. Was es hier, scheinbar kann man die Waffen noch upgraden irgendwie. Was wir für Kräfte haben, da fehlen uns scheinbar auch noch einige Sachen. Und hier könnten wir die ganzen Voxophonen nochmal nachhören. Natürlich auch schick. So. Jetzt müssen wir aber erstmal raus hier. Aus diesem furchtbaren Ort. Und wir kommen der Statue immer näher, unserem Ziel. Von der Station aus komme ich bestimmt nach Monument Island. Gehe zur Gondelstation. So, kommen wir hier rüber. Oh ja. Da ist ein Fernglas. Da müssen wir aber, glaube ich, gar nicht hin, sondern wir gehen jetzt hier erstmal nach da drüben. Komm, zack, da runter. Schauen wir mal, ob in den Kisten hier noch irgendwo was liegt. Komm. Ach so, hier können wir gar nicht. Na dann. Aha, hier wird die Waffe angepriesen. Gehen wir doch hier runter und schauen uns hier unten drin mal um. Waschbecken. Cornflakes. Haferflocken, Apfel, ja, wir sind voll. Können wir uns schenken jetzt. Salz sind wir auch voll. Seine Augen standen nicht so eng zusammen. Welche Augenfarbe hat er? Oh shit. Die geben gerade eine Beschreibung von uns ab, glaube ich. Hier wird kein Phantombild von mir gemalt. Da sind richtige Ermittler unterwegs, so wie es aussieht. Ja, dir tue ich nichts, keine Sorge. Kann sich jetzt ja vielleicht auch ein bisschen besser an mein Gesicht erinnern. Schauen wir mal, wie sie uns gemalt hat. Sehen wir tatsächlich so aus? Sehr merkwürdig. Und das Blut scheint zu verschwinden. Wir hatten ja hier unsere eigene Zeichnung noch mit dran gemacht. Okay, das war es offensichtlich hier. Geh mal wieder zurück, da geht's bestimmt noch irgendwo weiter. Ah, Mülltonnen können wir noch durchsuchen, lecker. Eine Ananas und eine Soda aus der Mülltonne. Genau. Wir sind hier ja nicht wählerisch. Limonade. So, wie kommen wir jetzt wieder da rüber? Kommen wir bis hier an den Haken? Jawohl. Zack. Oh, hüpf. Skyline-Angriff. Padapum. Jetzt darf ich nicht vergessen, dass ich hier meine Raben mit dabei habe. Das habt ihr vielleicht auch in Dead Space schon gesehen. Ist ein Shooter nicht so sehr gewöhnt, dass wir hier tatsächlich so zusätzliche Fähigkeiten immer noch am Start habe. Ich vertraue hier mal eigentlich ganz auf meine Waffenfertigkeiten. Aber die Spiele sind natürlich gemacht dafür, dass man hier auch die Spezialsachen hier einsetzt. Betritt die Station, was für eine Station überhaupt?
Ist das die Monument Island Station? Sind wir hier... Sind wir hier schon da, wo wir hinwollen? Ich glaube schon. Na dann. Rein mit dir. Ein neuer Bereich. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Euer Alpensack. Bye-bye.